Hallo liebe Ö4-TV-Seher. Ja, ihr seid bei mir im Studio. Mein Name ist René Rodriguez. Ich glaube, ihr kennt es, das Studio schon ein bisschen von Facebook oder Instagram, von diversen Fotos. Ich dachte, ich lade die Jungs mal ein von Ö4-TV und da werden wir jetzt einige Fragen beantworten. Ihr werdet mich beim Arbeiten ein wenig über die Schulter schauen und vielleicht ein paar Geheimnisse verraten, intime Geheimnisse. Nein, nur musikalische. Das Lustige ist ja, ich habe die Jungs 2012 das erste Mal getroffen, jetzt haben wir 2016 und ihr seid jetzt bei mir im Studio. Also auch herzlich willkommen, liebes Ö4-TV-Team. Hallo und herzlich willkommen bei Ö4-TV. Wir sitzen heute mit René Rodriguez bei ihm im Studio. Danke René für die Einladung. Wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Ihr seid da, alles locker und ich freue mich, dass ihr natürlich da seid, weil wir kennen uns, wir sind ja alte Bekannte. Und ihr habt euch entwickelt, ihr habt mich entwickelt und so sehen wir uns wieder. Schön. Schönes Wiedersehen, ja. Wie kann man sich bei dir die Studioarbeit vorstellen? Wie geht's da los? Probier es eigentlich immer so strukturiert wie möglich zu machen, nicht so künstlerisch zu leben wie viele andere, wo einfach irgendwie alles passiert, nur durch Zufall. Ich schaue schon, dass ich immer sehr viel plan. Und mittlerweile ist es aber schon so, dass es einfach wirklich nicht planbar ist. Ich produziere mittlerweile, wir sind zwar da im Studio, das ist auch von der Akustik sehr gut, ja. Wir haben sehr viel Geld reingesteckt, aber ich merke einfach, dass ich da null kreativ teilweise erinnern bin. Es geht wirklich da, wenn ich unterwegs bin on the road und ja. Mein Tourmanager fährt und ich sitze dann immer am Laptop, dass mir einfach wirklich Ideen, wie zum Beispiel Telecat einfach, die habe ich da 90% im Auto gemacht und da habe ich dann entdeckt, wie einfach das ist, wie kreativ man ist einfach und da sitze ich oft tagelang und kriege einfach nichts weiter. Woher nimmst du dann die Inspiration für deine gleichen Sachen? Natürlich durch andere Produktionen, wo man dann Trends erkennt, also bei mir ist es immer so, ich finde einen Song cool. Dann schaue ich, hat das Zukunft, wo ich mir denke, ist es in zwei Monaten, weil man muss immer aktuell, wenn man einen Song produziert, zwei Monate nach vorne denken, okay, ist der dann aktuell. Und dann schaue ich, mit meinen Sounds das ein bisschen zu verbinden, dass es ein bisschen in die Richtung zwar geht, aber nicht kopieren, weil das mag ich eigentlich nicht. Ich finde immer, man muss das Rad nicht neu erfinden, aber man kann sicher das Rad verändern und dann neu rausbringen. Ja, genau, das ist mir immer ganz wichtig. Das hört man auch wirklich, glaube ich, bei 90% oder Songs hört man wirklich aus, okay, da war der René dran. Deswegen ist mir sehr wichtig, ich war jeden Song selbst produziert und da im Studio werden sie dann einfach dann gemastert und fertig gemischt. Und das geht dann schon da drinnen am besten, weil du einfach die besten Voraussetzungen hast. Deine bisherigen Highlights 2016, also egal, Lake Festival, Electric Love und so weiter, hast du irgendwelche anderen Highlights noch für dich persönlich? Durchaus, also ich war ja im März wieder in Korea, das war sicher ein absolutes Highlight. Was hat es denn nur für Highlights gegeben? Es hat extrem, ja, es ist auch gerade, wie du sagst, Album und sowas war sicher ein wichtiger Schritt. Ja. Und ich merke halt auch, ich mache extrem gerade Entwicklung durch, dass ich mich verändert in Richtung ein bisschen erwachsener werden, ein bisschen auch mehr trauen, selbstbewusster. Zum Beispiel die Grand Slam, jetzt der aktuelle Track, ja, der ist vom Sound ganz was Neues oder ganz was anderes einfach, weil ich mir einfach denke, wenn ich Lust habe dazu wie ein Telecat, dann mache ich halt sowas. Dazwischen ist mir Rayfit passiert. Rayfit, das war eigentlich ganz cool. Es war meine Freunde mittlerweile, früher haben sie noch anders geheißen, aber jetzt heißen sie Too Loud. Habe ich getroffen und habe einer Demos geschickt von mir einfach, weil ich habe dann gesehen, okay, boah, aber denen geht viel weiter. Die sind jetzt voll, die haben mit Tiesto was gemacht, die haben mit Afrojack, die haben beim Hardwell-Album mitproduziert. Und den habe ich irgendwo beim Auflegen getroffen und dann haben wir gesagt, wow, hey, voll cool, was sie macht. Und ja, schick uns neue Themen, weil wir brauchen eh immer neuen Input. Und dann ist die Rave irgendwie so passiert und wir haben dann ein bisschen gemeinsam ein bisschen dran geschliffen und ist dann, ja, auch dann bei Conto Records und bei Playbox, bei Too Loud Label rauskommen und die sind halt wirklich in internationale Playlists, Timmy Trumpet, Juicy M, Don Diablo, ich glaube Tiesto sogar in Deutschland und das war dann wieder was Neues. Ich suche immer Herausforderungen, weil Gott sei Dank sind mir sehr viele Ziele, was ich mein Leben erreicht habe, schon hab mir erfüllen können und da muss man immer ein bisschen sich irgendwas Neues suchen und Verkaufscharts in Österreich, es freut mich voll, ist voll super, weil du merkst, die Fans gefällt das. Aber es gibt halt dann auch andere Ziele und andere Ziele war für mich wirklich international, dass der Name René Rodriguez immer mehr bekannter wird. Was sind deine kommenden Projekte?
Ja, ich habe sehr viele kreative Einflüsse jetzt gerade. Also ich habe jetzt zwar gerade einen Song fertig gemacht, können wir ein bisschen reinhören. Ist jetzt noch nicht ganz fertig, ich brauche jetzt nur die Vokalideen, also jetzt einmal das Soundpad steht. Ja. Also war nicht, das kann bei mir typisch sein, dass jetzt zum Beispiel da, dass jetzt alles gleich klingt und der Drop kommt, wenn sie released wird, komplett anders. Weil wenn ich eine Idee habe, dann drehe ich die Nummer in zwei Tagen um, weil ich einfach eine neue, bessere Idee habe. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man selbst produziert. Man kann wirklich seine Kreativität in den freien Lauf lassen. Also es kommt ein neuer Song, das wird sicher passieren im Herbst noch. Es gibt da aber Marketing-Ideen. Dann natürlich haben wir, ist ganz, ganz wichtig, das DJ Mag Top 100. Also da bemühe ich mich sehr, sehr, ist ganz wichtig. Blend unten gleich mein Link. Das wäre ganz wichtig, vielleicht einen Kommentar, weil das ist mein nächster Step. Ich habe mit DJ Mag geschrieben, wie kann man das am besten machen mit den Votings, dass man wirklich da. Die haben mir auch geholfen, die haben auch gesagt, hey René, wir haben das, die mich beobachtet, denen habe ich mal einen Link auf Facebook und das geschickt. Und die haben gesagt, eigentlich hätte ich die Größe, dass ich reinkommen könnte. Ich soll auf die Sachen schauen, auf die Sachen und jetzt hoffe ich, dass das alles ein wenig funktioniert. Abschließende Worte an deine Fans und unsere Zuschauer? Das war jetzt spontan. Nein, aber an meine Fans natürlich als erster. Danke für jahrelangen Support, danke für so viele schöne Momente auch live, wo wir jetzt gerade Electric Love oder Lake Festival gesagt haben, wo sich wer die Mühe macht, mit Jumping Bullshitter, mit René Rodriguez, mit was auch voll schön ist, René Rodriguez vor DJ Mac, also die beschäftigen sich ja da und die wollen mich da auch sehen, die Fans. Und das ist so schön, weil ich habe immer gesagt, es hat viele Acts gegeben, die gesagt haben, sie sind vom Ausland, sie sind irgendwie, und ich habe immer gesagt, ich schaffe es als Linzer oder als Österreicher genauso und an dem Traum werde ich weiterarbeiten, werde ich kämpfen. Und da war es cool, wenn es wirklich, und die war es, ich brauche gar nicht sagen, war es cool, sondern die werden mir treu bleiben, weil einfach wir gemeinsam so viele schöne Momente haben. Deswegen bleibt es noch bitte so treu. Ö4TV wünsche, ich habe jetzt gehört 69, wünsche mindestens 169 Interviews noch. Und an alle Kollegen, macht's weiter so, träumt euch einen Traum und bleibt fürs Satz. Sehr schöne Abschlussworte. Danke René für die Einladung. Gerne. Für dich, tschüss.